Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Stichwort von heute heisst Öko-Coop. Unter dem Symbol will Coop für eine bessere Umweltverträglichkeit das Mögliche machen, zusammen mit Ihnen als Konsumenten. Eine der Öko-Coop-Umweltmassnahmen ist der Verzicht von Coop auf den Verkauf von Getränkdosen. Eine grosse Befragung hat gezeigt, dass 70% der Konsumenten den Verzicht auf Getränkdosen als wichtigen Beitrag zum Umweltschutz sehen. Und über 3/4 der Coop-Kunden wären bereit, anstatt der Dose eine Flasche zu kaufen. Eine PET-Kunststoffflasche oder eine Glasflasche? Oder woher damit nach dem Gebrauch? Das ist da die Frage. Die umweltverträgliche, unzerbrechliche, verbrennbare PET-Kunststoffflasche hat nur einen Nachteil, aber einen ganz entscheidenden. Sie muss zurzeit noch in Abfall. Bevor das nicht ändert, setzt Coop ganz klar beim Dosenersatz auf Einweg-Glasflaschen, wie man das Glas wieder verwerten kann, dank der bekannten Glassammelstellen. In den nächsten Wochen wird Coop für sämtliche Getränke mit Kohlensäure nach und nach die kleinen Glasfläschchen einführen und Getränkdosen sukzessive eliminieren. Sie sehen, Coop will auch bei Fragen und Lösungen zum Thema Konsument und Umwelt ihre fortschrittliche Partner sein. Allen, die mitmachen beim Verzicht auf Getränkedosen, möchte ich darum schon jetzt ein Kränzchen winden. Auf jeden Fall haben Sie bald wieder einen guten Grund für eine kleine Überraschung. Nicht vergessen, nächsten Sonntag ist Valentinstag. Dankeschön. Und damit wären wir wieder beim Coop-Rezept. Hallo, Studioküche. Im Fall Sie mal so den Poulet-Reste haben, wäre mein heutiger Rezeptvorschlag ideal. Zuerst habe ich trocknete Steinpilze eingeweicht. Eine Zwiebel fein gehackt und Champignonblätter geschnitten. Alles zusammen im Anken andämpfen. Jetzt ein bisschen Mehl drüber stäuben und dann mit Bouillon ablöschen. Eventuell noch nachwürzen. Das Poulet-Fleisch schneiden, in die Pfanne geben und gut durchwärmen. Sie können selbstverständlich auch geschnetzeltes Poulet-Fleisch verwenden. Das müssen Sie dann aber gut auftauen und vorher kurz anbröteln. Zum Schluss die Füllung mit saurem Halbrahm verfeinern und in die aufgebackenen Pastetli füllen. Sie wissen es ja, das genaue Rezept finden Sie in der Coop-Zeitung. Einen guten. Wir sind am Schluss für heute und bedanken uns fürs Zuschauen. Wie immer zeigen wir jetzt Ihnen noch ein paar Aktionsangebote. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Coop Bohnenkaffee Jubilor 500 Gramm statt 6,50 nur 5 Franken. Eine Packung Zweifelbaumchips, Natur oder Paprika statt 3,45 nur 2,40. Alle 180 Gramm Joghurt 15 Rappen günstiger. Zum Beispiel ein Becher Coop Fitness Diätjoghurt Mager statt 60 nur 45 Rappen. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Bintje-Herdöpfel in der Tragtasche an 2,5 Kilo für nur 2,70. Zum Schluss noch ein interessanter Preisabschlag. Eine Dose Midi-Ravioli alla Napoletana kostet nur 3,40 Franken. Auf Wiedersehen!